Zwei Spiele hat Christian Beck nicht mehr getroffen. Eigentlich nicht viel, aber eben genau der Rückrundenauftakt. Die beiden Spiele, die Magdeburg nicht gewinnen konnte. Also kurz mal im Gedächtniskram, sich noch mal an die drei Stück aus dem Hinspiel erinnern, damit der Knoten wieder aufgeht. Rund 2000 Gästefans, zumindest schon in Hochform, um die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga zu unterstützen. Aber Magdeburg in Weiß gerät gleich unter Druck. Erste Minute, Sven Michel, eine richtig gute Position, aber schlechte Schusshaltung, hätte mehr draus werden können. Die Gäste sind im bitterkalten Paderborn aber auch sehr schnell auf Betriebstemperatur. Aggressives Pressen in der gegnerischen Hälfte. Der Ball kommt zu Florian Kahrt. Magdeburg Stürmer zieht sofort los und probiert es einfach. Nicht präzise genug, noch kein Jubelgesicht bei Gästetrainer Jens Hertel. Es wird um jeden Ball gekämpft. Paderborn mit Sven Michel. Ganz sauberer Pass auf Slatko Dedic. Dedic nur ganz grob Richtung Magdeburger Tor. 7 Tore hat der Paderborner schon geschossen. Hier die Knipserqualität schwer erkennbar. Das Spiel bleibt offen. Einwurf Schwede. Nico Hamann haut den Ball einfach irgendwie hoch rein. Trotzdem Alarm, Butzen, Şahit, Tor für Magdeburg. Durch Tarek Şahit in der 17. Minute. Şahit für Pulido in der Startelf und mit dem richtigen Durchblick im Strafraum gewuselt. Paderborn aber null beeindruckt. Sie haben ja auch 3 der letzten 4 Spiele gewonnen. Freistoß nach dem Foul an Piosek. Gelb gibt's obendrein für das harte Einsteigen von Löhmanns-Röben. Marc-André Kruska lang in den Strafraum und der Ball ist drin. Und es war ein Weißer. Christian Beck, ausgerechnet Christian Beck, der Top-Torschütze der Gäste. Eigentlich wunderschön, aber natürlich komplett in die falsche Richtung. Schlimmer geht's wirklich nicht. Das 1:1 in der 24. Minute, das hätte sich Jens Hertel sicher so nicht mal im Traum vorstellen können. Hilft aber nichts. Es muss weitergehen. Freistoß, Nico Hamann, der Innenverteidiger. Lukas Kruse ist da, ist auf dem Posten. Schon eine kleine Heldentat des Paderborner Keepers. Danach ist Pause, langes Gesicht bei Christian Beck, noch absolut nicht sein Spiel. Die zweite Hälfte kommt nur ganz zäh in die Gänge. Paderborn mit Piosek. Dann Van der Biesen, der Stürmer zur Halbzeit eingewechselt. Gefährlich ist anders, schon 71 Minuten rum. Magdeburg hat 3 der letzten 4 Auswärtsspiele gewonnen. Zu sehen ist davon selten etwas. Florian Kahrt, na endlich mal ein Zeichen der Magdeburger. Doch es bleibt zäh und es bleibt intensiv. Sven Michel mal mit ein wenig Raum, erneut Van der Biesen. Der zweite Versuch auch nicht gerade glorreich. In der 78. Minute wird Christian Beck endlich erlöst. Keinerlei Auffälligkeiten vor dem Tor des Gegners. Dafür ein Eigentor, ein Tag zum Vergessen. Julius Dücker ersetzt ihn. Die Schlussphase bricht an. Noch einmal Paderborn mit einem langen Ball, der tatsächlich ankommt. Rope Riski gegen Leopold Zingerle. Nein, nicht die Entscheidung zugunsten von Paderborn. Riski macht eigentlich alles richtig, sieht die Lücke. Doch der Abschluss natürlich viel zu schlaff. So bleibt es beim 1:1, weil Riski viel zu schwach schießt und die Magdeburger Hintermannschaft hinten bis zum Schluss aufmerksam ist. Die Mannschaft hat alles abgerufen, hat sich diese Möglichkeiten erarbeitet. Magdeburg verteidigt gut, ist schwer zu bespielen. Es befinden sich viele Bälle in der Luft, du musst dagegen halten. Christian Beck mochte übrigens nicht reden. Sein Team nahm den Aussetzer aber mit Humor. Stürmer leben ja von Tore, der hat heute seins gemacht. Ich glaube, das gibt ihm ein bisschen Auftrieb. Also er wollte den Ball natürlich da klären. Das ist natürlich so eine Situation, er wird haarscharf reingeschossen, da gehst du mit dem Kopf hin. Und natürlich unglücklich für uns, dass er jetzt da direkt in den Winkel reingeht. Aber ich denke, Beckus ist selbstbewusst genug, um nächstes Spiel wieder seine Leistung abzurufen. Das würde ungemein helfen. Denn Magdeburg will ja auch weiterhin aufsteigen, wartet aber nach wie vor auf den ersten Sieg im Jahr 2017.